Nils Polet jubelte überglücklich über seinen ersten Profisieg, Maximilian Schachmann kämpfte dagegen vergeblich und war am Ende ziemlich zerknirscht. Auch am letzten Tag der neuen Deutschland-Tour standen die deutschen Profis im Mittelpunkt und prägten an einem Radsportfesttag in Stuttgart das Geschehen. Ich kann es noch nicht fassen, dass ich gewonnen habe. Ich habe aus meinen Fehlern der letzten Tage gelernt und alles richtig gemacht, sagte Polet in der ARD. Ich wusste, ich muss etwas versuchen und habe alles riskiert, meinte Schachmann. Der Gesamterfolg bei der nach 10-jähriger Unterbrechung wiederbelebten Rundfahrt ging allerdings an den Slowenen Matej Mohorek. Schachmann attackierte vergeblich. Polet schob sich durch seinen Sprintsieg vor großer und stimmungsvoller Kulisse in Stuttgart noch auf den zweiten Gesamtrang. 6 Sekunden fehlten nach 4 Etappen und knapp 740 Kilometer auf Mohorek. Schachmann lag nach dem 207,5 Kilometer langen Schlussabschnitt 12 Sekunden zurück und wurde Gesamtdritter. Der Berliner hatte zuvor alles probiert, um selbst noch das rote Führungstrikot zu erobern, aber nach seiner Attacke am Hardweg beklagte er die mangelnde Unterstützung durch den Tour de France Zweiten Tom Dumoulin. Es war eine ärgerliche Situation, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Er hatte Chancen auf den Sieg, sagte Schachmann. Greipel wegen Erkrankung nicht dabei. Es war dann zunächst das Team Sunweb mit dem jungen Lennart Kemner und Dumoulin, das die Endphase einleitete. Dann ging Schachmann auf der Passage, die auch die WM 2007 geprägt hatte, Dumoulin blieb dran, Mohorek bekam Probleme und kämpfte verzweifelt um den Anschluss. Bis auf die letzten Meter blieb es hochspannend, doch weil Schachmann die Unterstützung fehlte, kam auch Polet wieder heran und hatte im Sprint die größten Reserven. Nicht mehr an den Start des Schlussabschnitts gegangen war Sprinter André Greipel, Lotto Soudal. Der Rostocker musste erkrankt passen. Schachmann und Polet unter Zugzwang. Das Finale passte zum Gesamtbild, das die Deutschland-Tour hinterließ. Kurz, kompakt und stimmungsvoll. Es war weit oberhalb der Erwartungen, ein hervorragender Auftakt, resümierte Verbandspräsident Rudolf Scharping und empfahl, an dem Konzept festzuhalten. Wir müssen das Fundament noch festigen, langsam und solide aufbauen. Durch Mohorek Etappensieg am Samstag in Merzig hatten sich die Voraussetzungen vor dem letzten Teilstück noch einmal verändert. Schachmann und Polet waren unter Zugzwang, sie mussten versuchen, den früheren U23- und Juniorenweltmeister zu distanzieren, um ihren Rückstand noch wettzumachen. Leitung mit Deutschland-Tour zufrieden. Das Comeback der Rundfahrt bewertete auch Deutschland-Tour-Chef Claude Rach als äußerst erfolgreich. Die Atmosphäre stimmt, die Leistungen stimmen, auch die der deutschen Fahrer. Das gibt uns Mut für die Zukunft, sagte er dem SID. Der Luxemburger von Tour de France-Veranstalter ASO durfte feststellen, es gibt keine großen Probleme, auf die man unbedingt hinweisen muss. Format, Zeitpunkt, Starterfeld, vieles passte und soll in ähnlicher Form fortgeführt werden. Die Etappen waren interessant und abwechslungsreich. Es scheint, als hätte die ASO mit ihrer Zusage für mindestens 10 Jahre nicht leichtfertig gehandelt. Hier geht es um mehr als nur ein Profirennen, sagte Rach, unser Engagement steht langfristig, sonst macht es keinen Sinn.